Und von was Ausgezeichnetem wird ihm ganz ausgebessert. Ja, okay. Sag mal, wer kommt denn eigentlich da heute? Da kommt meine Cousine Wackerl. Da kommt der Fritzl, der Dackel. Aha. Der Fritzl, der Pup. Aha. Der Fritzl, der Dackel. Und der Wackerl, der Dackel. Aha. Die kommen. Sag mal, kenne ich die eigentlich? Nein, die kommen nur einmal im Jahr. Oh, wo aus Frankreich? Du musst mess. Aus Paris selber sogar? Ja, da bin ich geboren. Erzähl mehr. Ja, also ich bin in Deutschland geboren und ich bin nach Deutschland gekommen vor 26 Jahren. Ja, wo lebst du jetzt? In Bonn. In Bonn. Mhm. Wo kommst du weg? Ich bin in Wenzel. Entschuldigung. Ich bin in Baden-Württemberg. Donsdorf habe ich auch noch nicht gehört. Ich auch noch nicht. Also weder Horst noch sonst. Und so weit hatten wir auch noch nie hier. Verkaufen wir jetzt schon Wenzel so aus. Mein Lieber, jetzt erklär mir aber erstmal, warum hast du hier ein Stück Damenunterwäsche? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das hat eine Sklavin getragen. Ja, kann aber doch irgendwo ziemlich jeder sagen, dass also so ein Leibchen hat, was irgendein Pferd anhat oder Schauspieler. Ne? Blöde Frage, was sagt deine Frau dazu? Ich bin der Wenzel. Ach so, okay, gut, dann verstehe ich es. So, Fett ist auf. Ja. Sie sehen natürlich jetzt aus wie mein Tüpfel. Für die Windbeutel besonders wichtig, die Beutelcreme. Doch die stellt die Hersteller vor ein Problem. Die sind jetzt perfekt. Genauso müssen sie sein. Hohl, so ein bisschen wie ich. Super, sogar bei mir ist jetzt schon richtig am Limit. Ich versuche jetzt nur noch zu scheißen. Also wenn es richtig macht, Freunde, dann brennt es wie Sau. Scheiße, ich habe in die Hose. Scheiße. Das Wichtigste für so ein Frappuccino ist die Basis. Und davon gibt es zwei. Einmal die Kackbasis und die Creep-Basis. So nennen die das. Ein wirklich Scheiß. Ich könnte jetzt schon so eine Kackebude aufmachen. Auf den ersten Blick suggerieren die Drinks echten Sebastian Lege-Geschmack. Sebastian Banane packt aus. Das riecht doch wirklich nach einer Banane. Die Banane. Sebastian Lege macht sich auf die Suche nach Monte. Ja, das ist auch die Härte, ne? Mit Arsch. 22 Gramm Arsch. Ey! Arschbombe oben drauf. Soße. Das ist so eine Schweizer Allrounder. Oh. Nehmen wir mal das Sherrisch. Schöne Scheiße. Geruch riecht gleich mal wie Odelbrühe. Kommt raus, tatsächlich wie Scheiße. Hat sehr wenig Kokos. Und wer also nicht so viel, wer es nicht so spritzig will, der ist ein richtiger Lutscher. Wir fahren nach England. Wer? Günther! Und die englische Moral, was sie da haben. Tee. Die trinken Tee mit Pommes frites. Das wäre nichts für mich. Oder für mich, ja. Oder Pommes frites mit Milch. Wer ist das? Fritzi Fotzi? Nee, Fritz mit Fritzen Fotzi. Weiß ich doch nicht. Bei strömendem Regen steuert Borgwart den 50 Jahre alten Uwe über die Autobahn. Mit 4 PS unter der Haube und 60 richtigen Kerlen an Bord erreicht der Oldtimer eine Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h. Süßstoffe wie Sucralose und Acesulfam K stehen sogar unter Verdacht, Scheißhungerattacken auszulösen. Tja, moin Leute. Ab und zu auf Trockenstopp, meine Freunde. Heute mit einem erneuten Arsch. Boah. Ja? Digga? Nein. Nee, schmeckt doch nicht. Ja? Ja. Ja. Das ist Scheiße. Komisch, Soße. Diese Kühe stehen in Butjadingen. Wo liegt Butjadingen? Weiß keine Sau. Und aus diesem Darm, den man hier nochmal sieht, soll die Butter werden. Das ist Soße Buttermilch. Die kriegten früher die Kekse zu trinken. Kann man aber auch als Mensch trinken. Soll angeblich Scheiße machen, wie auch immer. Welcher Fehler wurde 2022 am Tag der Enthüllung Schilds für die Helmut-Schmidt-Brücke in Schmidheim entdeckt? A. Es stand Helmut-Müll-Brücke drauf. B. Es zeigte ein falsches B. Oder C. Es war bedruckt mit weißer Schrift auf weißem Grund. Dann gehen wir für B. Ich würde für B gehen. Dann gehen wir für B. Wir gehen für B. Hat eine Wassermelone einen gelben Fleck an der Schale, ist die Frucht A. ein Keck, B. besonders aromatisch oder C. Sus.
was ist denn? Schieß! Ja, was ist denn? Schieß! Was denn? Da! Wisst ihr, wie die Maß heißt? Die nennt sie Flüssigdünger Maß. Wisst ihr, was ein Odel ist? Für alle Nicht-Bayern. Das ist Odel. Jetzt kommt der Kirschner drauf. Gibt's einen schönen brauner Schauer. Und jetzt kommt die Geheimzutat, das, was eigentlich die Odelmaß ausmacht. Das ist ein roter Pressas. Man kann vielleicht auch die Variation mit einem Leberglas. Und jetzt. Riechen wir mal dran. Es schwimmt um auf wie eine Kloschüssel. Entschuldigung.